Die Texte, die Sie hier hören, sind von Jörg Eigenmann. Er wurde 1956 geboren, wuchs in Zürich auf, bildete sich zum Primarlehrer aus und studierte an der Universität Zürich Psychologie und Soziologie. Er arbeitet an der Volksschule als Deutschlehrer für fremdsprachige Kinder und schreibt in seiner Freizeit. Ich. Ein Gedicht, das keine Schwierigkeiten damit hat, eine Zumutung zu sein. Ein Gedicht, das versucht, sich zu streicheln. Ein Gedicht, das es versteht, geduldig mit sich zu bleiben. Ein Gedicht, das sich gegen die Kritik der vorschnellen Urteiler und Urteilerinnen schützt. Ein Gedicht, das zu sich selber spricht: Du darfst dir nicht einreden lassen, du seist nichts, nur weil du dich selber nicht auf den Begriff bringst. Meine Freundin holt Luft. Meine Freundin holt Luft und sagt, sie hätte gern nebenher Sexbeziehungen. Ich schaue sie vorwurfsvoll an und entgegne, ich habe gern Sex in Beziehungen. Ich brauche keine Freundin, die mir dauernd etwas vorschwärmt von irgendwelchen armseligen Sexbeziehungen. Ich bin vielleicht etwas verklemmt, aber ich erinnere mich deutlich an meine zahlreichen Ex-Beziehungen. Das waren, das darf man wohl sagen, nicht einfach nur Sexbeziehungen. Immerhin war der Sex in meinem Leben gut oder wenigstens zufriedenstellend in 5 oder 6 Beziehungen. Ich erinnere mich sogar an 2 für alle Seiten vorübergehend einigermaßen befriedigende Dreiecksbeziehungen. Ich fürchte, so sehr wir uns auch lieben, wir verstehen uns nicht in X-Beziehungen. Ein anderer an meiner Stelle würde sich volllaufen lassen und rufen, ich will nichts mehr wissen von X-Beziehungen. Nach dem Zusammenbruch unserer Liebe wird sie sich einen Hund kaufen und winseln, wenigstens du erinnerst mich nicht an meine Ex-Beziehungen. Das waren, mit wenigen Ausnahmen, alles nur Sex-Beziehungen. Eine Liebe mit mehr oder weniger funktionierendem Sex ist besser in X-Beziehungen. Früher oder später? Da sie sich trafen, ab und zu, nur um zu bumsen, hatte er das Gefühl, Mann und Frau zu spielen, wenn er ihr die Tür öffnete. Da sie sich liebten und nahezu täglich sahen, jedoch ohne zu schlafen miteinander, hatte er das Gefühl, Frau und Mann zu spielen, wenn sie eintrat. Fernsehbilder. Bist du auch schon einmal wie ein defekter Fernseher, den jemand auf den Gehsteig gestellt hat, auf der Straße gestanden? Kennst du das Gefühl, in einer Kneipe hinter einem Bier zu sitzen, wie die verstaubte Glotze in der Ecke? Bist du in der Stube vor dem Bildschirm gesessen, Abend für Abend, wochenlang, wie der alte Empfänger in der Abstellkammer, der noch funktioniert, aber nicht mehr gebraucht wird? Hast du dich auch schon einmal verausgabt für andere, bis zur Überhitzung, wie ein Billiggerät mit kleinem Schirm, das Tag und Nacht läuft und vor dem die lieben Leute in der dritten Welt sitzen bleiben, garantiert nur so lange, bis sie sich einen größeren leisten können? Hattest du auch schon einmal nichts zu melden, wie ein in die Sitzschale integrierter Kleinstfernseher in einer amerikanischen Großstadt, der auf allen Kanälen flimmert? Gibst du dir auch manchmal Mühe, im Gespräch zu bleiben, wie ein alter Apparat in der Brockenhalle, der läuft, nur um zu zeigen, dass er noch funktioniert? Hast du auch einmal in aller Öffentlichkeit begonnen, laut vor dich hinzureden, wie ein eingeschalteter Empfänger in der sich leerenden Abflughalle, vor dem man nicht stehen bleibt? Pass auf, mein Freund. Frauen mit schlanken und schönen Waden gibt es in allen Verwirrtheitsgraden. Frauen, die dir gefallen, wenn sie mit dir tanzen, existieren in allen Verrücktheitsnuancen. Frauen mit perfekten Rundungen sind nicht gefeit vor kleinen und winzigen neuropathologischen Abweichungen. In sämtlichen Webfehlerarten, in allen Torheitsvarianten, in jeder Psychoschattierung, in allen Umnachtungsstufen gibt es Frauen, die in dir sexuelle Fantasien wachrufen. Frauen mit kleinen, hübschen Händen und kleinen, hübschen Füßen, wie Kunstwerken, tappen im Nebel herum in allen Klarheitsschwächen und Unklarheitsstärken. In allen Wahnsinnstiefen und Irrsinnshöhen, in jeder Helligkeitsschattierung, in allen Dachstübchenschrägen, in sämtlichen Meisenarten, auf jedem Verwirrtheitsniveau gibt es Frauen mit atemberaubend erotischem Po. Popcorn.
Fernsehen gucken wir, um uns nebenher ein bisschen zu unterhalten. In den Gourmet-Tempel gehen wir nur Eis schlecken. In die schicken Läden gehen wir nur stöbern. Zeitungen lesen wir nur, um mitreden zu können. Musik hören wir nur, um uns aufzudrehen. Das Kunsthaus betreten wir, um ins Café zu sitzen und ein bisschen die Leute zu beobachten. Das Duftendste im Kunsthaus ist der Automatenkaffee. Der eindrücklichste Klecks aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist der Kaffeefleck auf deiner Jeans. Die Hose ziehst du aus, nur um sie zu waschen. Ins Bett fallen lassen wir uns nur, um zu schlafen. Wir berühren uns nur, um zu kuscheln. Du gehst mit mir nur, um nicht allein zu sein. Du liebst mich bloß, weil du nicht anders kannst. Manche Gedichte thematisieren Unscheinbares, Alltägliches, Nebensächliches. Nichts ist zu gering. Aber ein Text entsteht erst, wenn sich etwas entdecken lässt in den übersehenen Dingen. Es steckt mehr dahinter, als man denkt, wenn sie zur Sprache kommen. Die großen Dinge bringen die kleinen in Schwingung und die kleinen Worte fallen aus der großen Sprache. Poetische Spritztouren. Zähne putzend begeben sich die Leute auf kleine Wanderungen durch ihre Wohnungen. Fragwürdige kleine Spaziergänge, die kein Ziel haben, die aufhören, wo sie begonnen haben, vor dem Waschbecken im Badezimmer. Grünes Licht. Nachts verwandeln sich die Leuchtziffern der Wecker- und Stereoanlagen in Sterne. Die digitalen Anzeigen flüstern Tag und Nacht die Zeit in Stunden und Minuten. Das Licht der Ziffern, das in der Dunkelheit leuchtet, dagegen erinnert stumm an die Zeit der Gestirne, an die Ewigkeit, die Sehnsucht. Sie weisen den Leuten, die eine schwache Blase haben, den Weg, wenn sie aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Auf der ganzen Welt umschiffen sie mit ihrer Hilfe die Ecken ihrer Wohnungen. Warum hat es hier kein Pissoir? Ich irrte durchs Warenhaus und hatte Pressant. Meine Börse war voll und ich befand mich in Not. Ich ignorierte die Waren und glitt den Wänden entlang. Ich suchte das Männchen und fand den Weg. Ich folgte den Zeichen und landete auf dem Klo. Ich stieg die Treppe hinab und öffnete die Tür. Ich schlüpfte in eine von drei Zellen und fühlte mich befreit. Ich setzte mich auf die Brille und schloss die Augen. Manche versuchen, alles neu zu denken. Manche träumen von Ideologie und Umsturz. Manche schreiben Bücher, um die Welt zu verändern. Manche reden auf die Leute ein, doch manchmal genügt ein Satz, manchmal ein Wort, manchmal schon ein Hüsteln, das Hüsteln einer Frau von nebenan. Geblinzelte Bemerkungen. Die Hauben der Frauen, die aus dem Wasser steigen, glänzen stärker als die Schrauben, die den hölzernen Rost zusammenhalten, auf dem ich liege. Die mit Sonnencreme eingeschmierten Kahlköpfe meiner Nachbarn glänzen schwächer als die Köpfe der Nägel, die mir ins Auge stechen, sodass ich nach der Sonnenbrille suche, auf der ich liege. Die herausragenden Glatzköpfe der Nägel sowie die mit Sonnencreme eingeschmierten blendenden Kahlköpfe meiner Nachbarn glänzen weniger durch Gedanken als durch das Licht der Sonne, was heute auf der Welt liegt. Manche Gedichte gehen zurück auf Träume. Dabei scheint es Träume zu geben, die schwer zu übersetzen sind in Sprache und deren Schilderung lange Erklärungen erfordert, und andere Träume, die geradezu auf einem kleinen Wortspiel beruhen. Sie nehmen beispielsweise ein Wort wörtlicher, wie man es gewöhnlich nimmt, und setzen es um in ein Bild. Die Gedichte Wurstfinger und Traumurlaub sind solche Texte. Wurstfinger. Im Traum unterlag mein Finger einer Reihe von Veränderungen, die ich nicht hätte beschreiben können, da mir die Worte fehlten.
Erst als ich erwachte und mich der Unversehrtheit meiner Glieder versichern konnte, merkte ich, was in dem entsetzlichen Traum mit meinem Finger geschehen war. Ohne Einwirkung von Hitze hatte er sich nach und nach verformt wie ein Stück Fleisch, das man grilliert. Traumurlaub. Manche Wolkenkratzer, die in Stufen ansteigen, besitzen auf der Etage, wo sie sich verbreitern, großzügige Grünflächen, auf welchen man spazieren und picknicken kann, so dass man, viele Stockwerke über den Straßenschluchten, glaubt, man befinde sich am Fuß des Gebäudes. Die Amerikaner würfeln, indem sie den Würfel in eine Schuhschachtel legen und diese schütteln und schütteln mit einer Scheißfreude wie die Kinder, was einen Lärm verursacht, dass man sich kaum unterhalten kann in den Bars. Das Reisebüro hatte für mich nur ein halbes Bett reserviert und um meinen Urlaub in den Vereinigten Staaten wie geplant fortzusetzen, musste ich nach einer Woche über Frankfurt nach Hause und gleich am anderen Morgen wieder nach New York zurückfliegen, was ich sehr beschwerlich fand. Flosse. Vor noch nicht langer Zeit, als mein Vater noch lebte, gab es eine gute und eine schlechte Hand. Man wusste nicht, wem man trauen konnte. Und man musste immer Angst haben, einen Fehler zu machen, auch ohne böse Absicht. Jetzt aber hat meine alte Mutter einen weitmaschigen Handschuh gestrickt, der einem stets den richtigen Weg weist, wenn man ihn ins Wasser wirft. Während der Handschuh unter Wasser etwas die Form verliert, dreht er sich von selber in die richtige Position. Mit leeren Händen und halb gekrümmten Fingern zeigt er den Weg. Eva. Tags verfolgte mich der Traum, dich auszuziehen, dich von allen Seiten mir anzuschauen, um dann in dich einzudringen, ohne dich zu verletzen. Nachts träumte mir, ich wäre ein Chirurg, würde dich der Länge nach aufschlitzen und deine inneren Organe auf alles Mögliche untersuchen, um dich dann heil und ganz wieder zusammenzusetzen. Die Nutte. Die Frau mit den kleinen Busen, die mir gefiel, hätte ich nicht im Traum gekauft. Die Frau, mit der ich im Bett lag, im Traum, hatte nicht die erträumten Busen. Die Frau mit den kleinen Brüsten, die mir gefiel im Traum, hätte ich nicht gekauft, hätte ich nicht von ihr geträumt. Die Frau mit den ganz kleinen Brüsten musste ich mir gekauft haben im Traum. Meine Traumfrau hatte keine Busen. Im Traum kaufte ich mir eine Frau ohne Busen, deren kleine Brüste ich streichelte. Manche Gedichte versuchen, ein Lebensgefühl in Worte zu fassen. Nicht ein Bild, nicht eine Idee, nicht ein Gedanke soll vermittelt werden, sondern eine mehr oder weniger deutliche Empfindung stößt auf die Sprache und setzt etwas in Gang. Kartoffel. Wenn mein Schatten durch die Straße schleicht, dreht sich niemand um und ich gehe einfach weiter. Die anderen wissen nicht, was sagen, wenn sie mich sehen und laufen nur davon. Die schmutzige Kartoffel ist meine Frucht, die ich nicht kaufe, weil ich zu faul bin, sie zu waschen. Und auch die anderen wissen nicht, was sagen, wenn sie mich sehen und laufen nur davon. Die Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben, doch ich kann den Text nicht lesen. Auch die anderen wissen nicht, was sagen, wenn sie mich sehen und laufen nur davon. Und ich drehe meine Runden ohne Eigennutz. Auf der schwarzen Tafel stehen ein paar Sätze, die nicht viel heißen. Und ich sage, schau, das ist ein Gedicht. Auch am Abend steht nichts auf der Speisekarte des Restaurants, was man behalten möchte, so edel sie daherkommt. Nur im Film küsst die Frau den Leichnam ihres Freundes, denn sie weiß, das Kerlchen unterm Leintuch ist nicht tot. Der Wurm. Nichts hat mich mehr beeindruckt bei der Zeitungslektüre der letzten 2 Jahre als die Erkenntnis, dass ich Sondermüll bin. Nicht die schmutzigen Kleider, die ich Tag ein, Tag austrage, nicht die Nester in meinen Haaren
und was daraus noch werden könnte. Nicht die große Gurtschnalle meiner Freundin, die ich ihr zuliebe trage, um männlicher zu wirken. Nicht die Lunte in meinem Kopf, noch der Sprengstoff in meinem Hirn. Nicht einmal mein Sperma, vor dem sich emanzipierte Frauen ekeln. Nicht mein unvermeidliches auf die Straße treten, das an den Stein erinnert, den man vor die Höhle rollt. Nicht der Geruch meines Atems, noch das Feuer aus meinem aufgerissenen Maul. Nur das Quecksilber in den Plomben meiner Zähne macht mich gefährlich. Atem holen. Ihr zeigen, wie ich schwimme. Ihr zeigen, wie gut ich crawlen kann. Ihr am Telefon verdeutlichen, wie ich schwimme im Leben. Ihr zeigen, wie ich aussehe als sportlicher Schwimmer in schwarzen Turnschuhen und kurzen schwarzen Hosen. Ihr zeigen, wie ich unter Wasser kämpfe. Verdeutlichen, dass ich unter Wasser schwimme wegen einer anderen Frau. Ihr zeigen, wie stark ich bin mit angehaltenem Atem. Ihr zeigen, dass ich versuche, durchzuhalten eine ganze Länge. Verheimlichen, dass ich fast ersticke. Feiern, wie sich mein Leben in ein Schwimmfest verwandelt. Manche Gedichte gehen einem besonders leicht von der Zunge, weil sie sich an ein Du wenden, das abwesend oder nicht vorhanden ist. Ein spontaner Satz, der an einen Menschen gerichtet ist, ergibt einen nächsten und so entsteht ein Text. Solche Gedichte sind der gesprochenen Sprache näher als andere, sie klingen vielleicht auch mehr. Liebeserklärung. Ich gehe nicht mit dir, um Herzchen in Bäume zu ritzen. Ich küsse dich nicht, um Schächtelchen zu verzieren. Ich rufe dich nicht an, um Kärtchen zu schreiben. Ich zieh dich nicht aus, um Sächelchen an dein Fenster zu kleben. Ich red nicht mit dir, um Buchstaben zu malen. Ich nehm dich nicht mit, um Schleifchen zu binden. Ich brauche dich nicht, um Süßigkeiten zu kaufen. Ich schlaf nicht mit dir, um Schmetterlinge zu falten. Mein Mädchen. Du bist um 5 Uhr am Bahnhof. Du lässt die Stöckelschuhe zu Hause. Du nimmst die Badesachen mit. Du wartest bei der Rolltreppe. Wird sie um 5 Uhr am Bahnhof sein? Wird sie die Badesachen mitnehmen? Wird sie die Stöckelschuhe zu Hause lassen? Wird sie bei der Rolltreppe warten? Worte. Nie, sage ich bleibe, immer. Immer, sage ich verlasse dich, nie. Nie, sage ich, du interessierst mich, immer. Immer, sage ich, du langweilst mich, nie. Nie, sage ich denk an dich, immer. Immer, sage ich vergesse dich, nie. Theater. Berührst du mich mit Blicken, mit Fingern, als würde es keinen Zweifel geben für dich daran, dass ich dich liebe, verwandle ich mich auf der Stelle in einen Kater. Miet. Behauptest du schmollend, dass ich dich nicht liebe, stehe ich wie bestellt unter deinem Balkon und singe zur Gitarre, was immer du magst, was immer du wünschst, was immer du hören möchtest, amore. Willst du mich glauben machen, dass du mich nicht liebst, wegen einer Nachlässigkeit, die dich verstimmt, wegen einer Sache, die dich ärgert, setze ich mich zu dir, sitze auf mein vorlautes Maul und setze auf Verständigung, Klappstuhl. Ich erfasse, was du mir mitteilen und errate, was du mir nicht mitteilen willst. Das heißt, ich bin dein geduldiger Zuhörer und dein geduldiger Zuseher. Bravo! Spielst du mir vor, dass du mich liebst, darf ich der Versuchung nicht nachgeben. Vorhang. Spielst du mir vor, dass du mich liebst, muss ich abtreten. Vorhang. Spielst du mir vor, dass du mich liebst, ohne es selber zu merken, ist es an mir, die artige Vorstellung zu kritisieren. Buh! Gedichte sind Spiele.
Sprachbrocken machen auf sich aufmerksam und entwickeln sich unversehens zu einem kleinen Text. Gedichte sind kleine Maschinen. Die Sprache rollt sie an und der Autor schiebt sie weiter. Auch falsch ausgesprochene Wörter haben eine Dynamik. Das Gedicht Nahmaschine etwa geht zurück auf eine unabsichtliche Sprachschöpfung durch ein fremdsprachiges Kind. Nahmaschine. Als ich hörte, wie jemand von sich erzählte, nahm ich neben ihr Platz. Ihre Nahmaschine ist zickzack gefahren und hat den Ärmel meiner Jacke gepackt. Bis um Mitternacht hat sie weitergeschuftet. Da sind mir die Knöpfe am Hemd, die Nähte geplatzt. Wegen ihrer zuverlässig funktionierenden Maschine ist meine Kleidung nicht mehr intakt. Noch bevor sie aufhörte, war ich nackt. Er liebte sie bis zum geht nicht mehr und sah sie an bis zum stottert nur noch. Er telefonierte ihr bis zum stellt gleich ab und betete sie an bis zum reparier mich doch. Er zweifelte an sich bis zum läuft nie wieder und schlug sich an die Stirn bis zum ist nicht so schlimm. Er schrieb ihr Karten bis ins wirf mich nicht weg und wartete auf Antwort bis nach vergiss es doch. Er machte ihr Erklärungen bis zum funktioniert nicht mehr und bombardierte sie mit Überraschungen bis zum war schon tot. Er versuchte alles bis zum gib es auf und weinte ein wird nie mehr. Begleitmusik. Wenn ich ihr ein Weidenkätzchen pflücke, weinen die Kätzchen vor Rührung. Wenn ich ihr einen Seidenschal stricke, klappern die Nadeln vor Rührung. Wenn ich sie auf dem Sonntagsspaziergang knipse, lächelt das Bild vor Rührung. Sobald ich sie in ihr Bäuchlein zwicke, knurrt der Magen vor Rührung. Immer wenn ich ihr eine Postkarte schicke, schluchzt der Pöstler vor Rührung. Jedes Mal, wenn ich aus ihrem Bett die Brosamen picke, schimpfen die Spatzen vor Rührung. Wenn ich ihr im Traum zunicke, knistert der Ofen vor Rührung. Wenn ich den Schlauch ihres Fahrrads flicke, schnauft die Pumpe vor Rührung. Wenn ich im Schach für sie eine Eröffnung entwickle, flüstert die Dame vor Rührung. Berührung, Verführung. Kuschelwerk. Ich konnte nicht einschlafen und versuchte mich zur Abwechslung einmal auf die Frau zu konzentrieren, die vor mir lag, nachdem ich mich vergeblich auf meinen Atem besonnen hatte. Aber die braven Gäbelchen tanzten Walzer und die bösen, pieksten, stäbchenessende Chinesen, die schrien, die Messerchen tränten beim Zwiebelschneiden und ihre in der Schublade sitzenden Verwandten heulten mit. In der Hand herrschsüchtiger Tanten avancierten die Tortenheber zu Werkzeugen, damit klatschten sie schwarze Wälder an die Wand. Die Frau, die vor mir lag, schlief längst. Aber ich musste die ganze Zeit an alle Arten von Besteck denken, denn wir lagen wie Löffelchen ineinander. Die tiefe Poesie der Pünktlichkeit oder die märchenhafte Verspätung der digitalen Dichtung. Um 7.40 Uhr kämmte sich die Nixe die Haare. Um 7.48 Uhr schminkte sie sich die Lippen. Um 7.52 Uhr presste sie die bemalten Lippen zusammen und korrigierte anschließend die Ränder mit einem Tempotaschentuch. Um 7.55 Uhr bestrich sie ihre Brüste mit einer milchigen Lotion von Michel. Um 7.56 Uhr verteilte sie die Lotion sorgfältig und rieb sie nicht ohne Zärtlichkeit in die Haut. Um 7.59 Uhr bestäubte sie ihren Hals zweimal kurz mit einem geheimnisvollen Duft. Um 10.30 Uhr ging sie shoppen. Um 12.31 Uhr kaufte sie sich eine Uhr, eine wasserdichte, die 3 Minuten zu spät ging. Um 14.15 Uhr stieg sie in die Straßenbahn und fuhr zum See. 4:08 Uhr sank sie unter die Wasseroberfläche. Um 16.03 Uhr meinte Neptun, es sei 16 Uhr. Um 17.07 Uhr, 17.04 Uhr. Um 20.02 Uhr, 19.59 Uhr. Um 0.00 Uhr, 23.57 Uhr. Vom anderen Ufer.
Ich glaubte, die Männer, die im Niemandsland hinter der Autobahn auf einigen Bänken sich verstreuten, seien hergekommen wegen des großen Brunnens. Ich glaubte, sie pflegten manchmal zu der vergessenen Grünfläche zu gehen, um ihren heißen Kopf, um ihren überreizten Blick am Wasser zu kühlen. Ich glaubte, sie hätten sich auf die Bänke, die den Brunnen umstanden, gesetzt, so wie man sich gern an einem See niederlässt oder am Meer spazieren geht. Ich glaubte, die Männer, die sich an diesem schäbigen Ort versammelt hatten, würden abheben zu anderen Ufern. Die antiquierte Muße oder mein Nachbar. Die letzten Menschen heutzutage, die Muße haben, etwas zu betrachten, sind kurzsichtige Männer, die nicht damit rechnen, gesehen zu werden, oder unbeschwerte, mutige Männer, die sich um die Ansichten der anderen nicht kümmern. Insofern sie länger als gewöhnlich im Bild bleiben, gleichen sie den Nachrichtensprechern, wenn sie auch nicht in die gute Stube, sondern hinten rausschauen. Sie verdanken ihren Auftritt auch nicht einer Kamera, sondern dem aufgesperrten Fensterchen der Toilette, das sie nicht schließen mögen. Die letzten Menschen heutzutage, die Muße haben, etwas zu betrachten, sind Männer, die gezwungen sind, auszuharren, weil sie im Stehen urinieren. Man sieht ihren Kopf und allenfalls ein Stück ihres Oberkörpers, und da sie von einem sehr kleinen Fensterchen umrahmt werden, ist man versucht, sie zu verwechseln mit einem Foto, das man aufhängt, zur Erinnerung.